der Ableiter dengate als Überspannungsschutz und als Verteiler für den Anschluss dieses Systems. Zum benötigten Werkzeug kurz: Sie brauchen eine Schlagbohrmaschine, Sie brauchen Schraubendreher, Koaxialabisoliermesser und diverse Zangen. Das ist ausreichend für die Montage. Zur Montage selber sei nochmal erwähnt, dass der Montage bzw. der Verpackung eine ausführliche Einbauanleitung des Herstellers vorliegt. Bitte diese beachten. Wir stellen hier eine Standard-Einbausituation vor. Es kann sein, dass Sie unter Umständen bei anderen Einbausituationen noch zusätzliche Hinweise aus der Montageanleitung beachten müssen. Wie Sie sehen, habe ich nun die Installation bereits etwas verändert. Ich habe den Verteiler rausgenommen. Sie sehen hier die abgehenden Leitungen zur Wohnung und hier die ankommenden Leitungen von der Satellitenschüssel. Ich werde nun die C-Profilschiene auf die Wand setzen und darauf können wir dann die Ableiter montieren. Ableiter, den Gate, werden hier einfach aufgerastet. Zum Anschluss des erforderlichen Potentialausgleichs setzen wir eine Ehrungsklemme auf die C-Schiene. Und ich schließe hier jetzt den bereits vorbereiteten Ehrungsdraht an die Ehrungsklemme an. Das ist hier ein 4 Quadratmillimeter CU-Leiter. Der ist erforderlich und ist auch hier in der Einbauanleitung beschrieben. Und dieser Ableiter ist direkt zur Hauptpotentialausgleichschiene geführt. Gut, die F-Stecker liegen in der Verpackung bei. Das Absetzen der Koax-Leitungen ist auch nochmal standardmäßig in der Einbauanleitung des Herstellers beschrieben. Wir haben die F-Stecker bereits vormontiert und können hier somit auf der Eingangsseite, auf der ungestützten Seite der Ableiter die einzelnen Speisekabel auflegen. Somit sind hier oben nun die vier Speisekabel der Satellitenschüssel aufgelegt. Nun montiere ich unten die abgehenden Leitungen zur Wohnung.
Somit ist die Funktion bzw. die Montage der Überspannungsableiter gegen Gate komplett fertig. Bitte prüfen Sie anschließend die Anlage auf Funktion, damit auch alle Fernsehanschlüsse und alle Satellitenreceiver wieder funktionieren. Sie sehen hier, nochmals zum Abschluss sei erwähnt, die ankommenden ungeschützten Leitungen und die abgehenden Leitungen, die geschützten zur Wohnung selbst. Vorne am Ableiter befindet sich noch eine Messbuchse, also hier kann mit dem Messgerät das Signal gemessen werden, das ist ein Vorteil. Ein zusätzlicher Messanschluss ist vorhanden, ansonsten sind die Ableiter komplett wartungsfrei.